Die beste Neuigkeit seit langem. Ein Impfstoff ist da. Also fast. Aber trotzdem sind alle schon mega aus dem Häuschen. We were just jumping up and down in the chairs of joy for humanity, joy for medical advances. Und auch Donald Trump feiert mit. Also auf seine Art. Die Demokraten wollten nicht, dass ich einen Impfstofferfolg habe kurz vor der Wahl. Stattdessen kam er 5 Tage später raus. Aber das Impfstoffthema wäre kein richtiges Impfstoffthema, wenn es nicht sofort ungemütliche Fragen aufwerfen würde. Wie lange dauert es wirklich, bis ich den Impfstoff bekomme? Wir von Bild fragen uns ja wirklich, wann bin ich an der Reihe? Oh Mann, immer dieses Ich. Wie sich die ganze Welt auf den neuen Impfstoff stürzt und wie viele unsere Vorfreude darauf im Keim ersticken. Jetzt. Impfen, das ist Spritze. Der neue Stoff gegen das Virus sieht sogar extrem vielversprechend aus. Denn er soll nach Zwischenergebnissen einer Studie mehr als 90% der Testpersonen vor einer Infektion schützen. 90%! Juhu! Ist das jetzt gut oder schlecht? Um das wissenschaftlich einzuordnen, habe ich jetzt Markus im Studio. Markus, du bist der Einzige, der noch den Drosten-Podcast geschaut hat. Erkläre uns, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, danke, Philipp. Also 90% der Testpersonen werden geschützt. Die Forscher wären schon mit 60% zufrieden gewesen. Aber 90% ist mehr als 60, also besser. Allerdings, es sind keine 100%. Aber momentan sind wir ohne Impfstoff noch bei 0%. Es ist also schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank für diese wissenschaftliche Einordnung, Markus. Das sind sehr renommierte Ergebnisse. Verantwortlich für diesen Lichtblick ist neben der US-Firma Pfizer übrigens das Pharmaunternehmen BioNTech aus dem schönen Mainz. Die sitzen praktischerweise dort direkt an der Goldgrube 12. Muss man wissen, ne? Gut, es gibt zwar noch kein offizielles Go für den Impfstoff, denn da gibt es noch keine publizierten Daten, die man sich anschauen kann und überprüfen kann. Aber das Ganze klingt schon mal sehr vielversprechend. Tja, ich werde meine Eltern fragen, wie die Quoten beim SWR sind. Und während wir auf weitere Studienergebnisse und die Zulassung warten, freuen wir uns doch einfach, oder? We won this Impfstoff by a lot and I've been looking for Impfstoff. Und in diesen dunklen Zeiten des Lockdowns light sind selbst die Schlagzeilen mal positiv. Ein Lichtblick, wirklich beeindruckend. Ein Impfstoff ändert alles. Mensch, die Medien, sie sind alle zusammen, gemeinsam so happy. Oh, oder sind die etwa gleichgeschaltet? Es hört einfach nicht auf mit den Good News. Nach der frohen Botschaft schießt der DAX in die Höhe. Hurra! Naja, es gibt auch Verlierer. Die Zoom-Aktie hier, die hat ordentlich verloren. Schluss mit Videokonferenzen. Aber die Wichtigen sind jedenfalls happy. Allen voran Jens Spahn hier zu sehen, nachdem ihm gesagt wurde, er sei nicht so schlimm wie Söder. Spahn spricht. Stand heute wird es wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können. Danach sieht es jedenfalls aus. Wir dürfen optimistisch sein. Und auch noch happy, der sonst so total kritische Karl Lauterbach hier zu sehen, als ihm klar wurde, dass er seinen Stimmzettel in den Müll geworfen hat. Tja, der ist auch zufrieden. Also so zufrieden, wie ein Karl Lauterbach eben sein kann? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Impfstoff nicht wirklich gut wirkt, ist sehr gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir SARS-CoV besiegen mit anderen Impfstoffen, die noch kommen, sehr wahrscheinlich machen. Warte, heißt das, ich brauche mehrere Impfstoffe? Hat sich das Apple ausgedacht? Aber einer hat sich ganz besonders gefreut. Der Bild-Kolumnist Franz Josef, erster Entwurf reicht Wagner. Er freut sich in seiner Kolumne, dass der Impfstoff entwickelt wurde von zwei Einwandererkindern. Der Vater von Professor Dr. Ugur Sahin war Fortarbeiter in Köln. Aber das ist nur ein Aspekt. Franz Josef Wagner hat sich mit tiefgründigen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Hier, jetzt, der Originaltext von ihm zum Impfstoff, von uns bebildert. Betrifft Corona-Helden, mein Tag war düster,
In Berlin kam die Sonne nicht durch. Lockdown. Kaum Menschen auf der Straße. Und dann, wie die helle Sonne, ein Impfstoff. Woo! Es gibt die rettende Spritze. Unsere Welt kann gerettet werden. Aus Mainz. Von Migrantenkindern? Herzlichst, Ihr Franz Covid-Jagner. Auf geht's! Ja, der Gute. Aber nicht alle sind so happy wie der dichte Denker. Führende Verschwörungsschwurbler warnen. Tja, ist wenig überraschend. Sie warnen vor den unerwünschten Nebenwirkungen. Wer sich mit der genveränderten RNA-Impfung impfen lässt, der übergibt Seele und Körper dem Satan. Ihr werdet bis in aller Ewigkeit in seinem Schattenreich gefangen sein. Gibt's in der WLAN? Aber hier auf Erden ist es sowieso schon schlimm genug. Auf Nerzfarmen in Dänemark ist nämlich das hier passiert. Unter den Tieren grassiert ein mutiertes Coronavirus, mit dem sich auch Menschen angesteckt haben. Ha, das ist ja wohl ein schlechter Nerz. Damit sich die Mutation nicht weiter verbreitet, werden vorsichtshalber 17 Millionen Tiere per Notschlachtung ins Schattenreich befördert. Die Sorge? Zwar sei die neue Virusform nicht gefährlicher, allerdings könnte es die fortgeschrittene Entwicklung von Impfstoffen zurückwerfen. Nein! Unsere Impfhoffnung ist jetzt schon wieder in Gefahr und es wird nicht besser. Es könnten ja nicht sofort alle geimpft werden. Daher die Frage, wer darf denn zuerst? Gestern wurde dazu gleich mal ein Plan vorgestellt. Zunächst einmal sollen Menschen aus Risikogruppen geimpft werden, dann Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten und schließlich Menschen mit systemrelevanten Berufen. Oh, schon wieder werden die Pflegekräfte unfair übervorteilt. War denn unser Klatschen nicht genug? Was wollt ihr denn noch? Geld? Trotz aller Freude ist für viele also noch Geduld gefragt. Die Bild ist nicht so ganz sicher, ob die auch jeder hat und befürchtet fast bürgerkriegsartige Zustände. Priorisierung ist ja ein Schlüsselwort bei diesem hochsensiblen Thema. Kann die Priorisierung zu Krawallen in Deutschland führen? Wie ist da jetzt deine Einschätzung? Ja, oder muss die Bild da noch nachhelfen? Aber immerhin, die Antwort auf die Frage kommt schlagfertig. Nein. Okay. Also, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir gegen Corona animpfen können und dann endlich alles wieder normal wird. Findet ihr das gut? Oder denkt ihr euch? Nein. Meine Mama hat gesagt, wenn mein Tag düster ist, dann soll ich dem Valulis seine Daily-Videos gucken. Die sind täglich frisch und lecker wie eine Schachtel Praline. Weiß man aber auch nicht genau, wann die kommen. Und darum muss man die Glocke drücken. Und hier ist noch ein Video von Dr. Flojo über den Influenza-Impfstoff im Zusammenhang mit Corona. Herzlichst, Ihr Franz Covid. Corona, na, na, na. It goes around, na, na, na.